Hallo FC-Fans, wir sind im Franz-Krämer-Stadion. Bis hier wieder U19-Bundesliga-Fußball gespielt wird, dauert es noch ein bisschen. Heute hat die U19 aber einen sehr wichtigen Termin, nämlich die sportorthopädische Untersuchung. Wir fahren jetzt mal hin und schauen uns das Ganze mal an. Wir sind vom Geisbockheim hier zur Mediapark-Klinik Köln gefahren. Wir schauen jetzt mal, wo die Jungs sind, ob ich bei so einer Untersuchung mitmachen kann. Also kommt mal mit. Zimmer 6. Hier sind wir richtig. Los, rein da. Ich bin jetzt hier mit Marc in der Klinik und Marc, du führst heute die sportorthopädische Untersuchung bei der U19 durch. Sportorthopädische Untersuchung, was heißt das überhaupt? Ist das sowas wie ein Medizincheck? So ähnlich kann man sich das vorstellen. Es gibt einen internistischen Teil, den macht unsere Kollegin die Bettina Cooper. Und dann gibt es einen orthopädischen Teil, wo es im Wesentlichen um Präventionsmaßnahmen auch geht und zu schauen, einen Ist-Zustand vor der Saison zu haben, wie der Spieler im Hinblick auf Stabilität, Dehnung und so weiter ist. Und dann können wir auch, haben wir eine quasi Referenz, wenn der Spieler im Verlauf der Saison sich verletzt, können wir darauf zurückgreifen und sehen, wie er vor der Saison war. Malte, wie ist jetzt so eine Untersuchung für dich? Gehört das schon zur Routine dazu? Ja, also eigentlich schon. Man hat natürlich trotzdem immer ein bisschen Angst, also ich persönlich, vor allem auch wegen letztem Jahr, aber ja, gehört zur Routine dazu. Was war im letzten Jahr? Letztes Jahr habe ich mit der Vorbereitung den Mittelhandknochen gebrochen. Ja, das war schon eine ziemlich schwere Zeit, aber ist jetzt auch vorbei. Also alles wieder gut ausgeheilt? Ja, alles wieder gut. Faisal, jetzt hattest du noch die U17-Europameisterschaft hinter dir. Spürst du diese Belastung und warst du deswegen ja, noch gespannter hier auf den Termin heute? Ja, na klar spürt man die Belastung immer noch, weil 6 Spiele in 2 Wochen ist nochmal was anderes. Sind wir noch nicht so gewohnt, aber ja, auf den Termin ein bisschen halt, weil ich wollte wissen jetzt hier, wie es meinem Körper geht und ob ich noch Pause brauche oder nicht. Und jetzt, sag mal Marc, jetzt bin ich ja auch schon hier und habe auch FC-Sachen an. Wäre es denn möglich, dass ich so einen Test auch mal mache und dann sehen wir, wie ich mich so im Gegensatz zu den Jungs schlage? Ja, ich habe ja gehört, du spielst in der Kreisliga, also insofern grundsätzlich können wir das natürlich mit dir genauso machen. Gerne. Ja, dann los geht's, würde ich sagen. Dann lege ich mich auch mal auf die Liege. Du hast eine gute Mischung aus Stabilität von deinen Gelenken, die sind gut beweglich, aber du bist auf der anderen Seite auch gut dehnbar, was wichtig ist im Hinblick auf Muskelverletzungen. Deine Verletzung ist aus meiner Sicht gut ausgeheilt, auch wenn du subjektiv noch sagst, dass du dich noch nicht ganz stabil fühlst. Aber das zeigt dann vielleicht wiederum den Unterschied zwischen einem Hobbyspieler und einem angehenden Profi, der einfach in einem anderen Setting ist und jeden Tag da behandelt wird. Und vielleicht auch unter etwas anderen Voraussetzungen schon in die Verletzung gegangen ist, aber auch hinterher natürlich nochmal anders behandelt wird und intensiver. Das war sie also, die sportorthopädische Untersuchung der U19. Ich für meinen Teil bin total erleichtert. Doc hat gesagt, sieht gar nicht mal so schlecht aus bei mir als Kreisliga-Kicker. Wir hoffen, euch haben die Einblicke bei den Untersuchungen gefallen. Und jetzt lasst natürlich ein Like da, schreibt unten einen Kommi, wie es euch gefallen hat und abonniert den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder.